Ich habe zwei hellgrüne und drei violette Bälle. Wie viele Bälle habe ich zusammen? Also zwei hellgrüne und drei violette Bälle, das macht zusammen fünf Bälle, richtig. Du siehst sie hier drüben. Zähl doch einmal mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt zeige ich dir etwas Spannendes. Sagen wir mal, du hast schon fünf Bälle. Zählen wir schnell nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt nehmen wir zwei Bälle weg. Für wegnehmen sagen wir in der Mathematik ganz schick subtrahieren. Subtrahieren wir also zwei Bälle, eins und zwei weg. Wie viele Bälle sind dann noch übrig? Es bleiben eins, zwei, drei Bälle übrig. 5 minus 2 ist gleich 3. Kannst du hier schon ein Muster erkennen? 2 plus 3 ist gleich 5. Wenn du mit der 5 beginnst und die 2 wegnimmst, hast du die 3 übrig. Sieh mal, wie das hier oben und das hier unten angeordnet ist. 2 plus 3 ist gleich 5 und 5 minus 2 ist gleich 3. 5 minus 2 ist gleich 3. Du kannst hier sogar die 2 und 3 vertauschen. Ja, wenn du mit der 5 beginnst und die 3 wegnimmst. Also, 1, 2, 3 subtrahierst. Wie viel bleibt dann übrig? Genau, du hast 1, 2 übrig. 5 minus 3 ist gleich 2. 2 plus 3 ist gleich 5. Und 3 plus 2 ist gleich 5. Das siehst du hier. 5 minus 2 ist gleich 3. Und 5 minus 3 ist gleich 2. Schau dir das bitte genau an. Du siehst hier ein sehr wichtiges Muster. Das ist in der Mathematik eine echt wichtige Idee. Wenn du zwei Zahlen addierst, bilden diese mit dem Ergebnis eine Zahlenfamilie. Wenn du vom Ergebnis eine der beiden Zahlen subtrahierst, erhältst du die übrigbleibende Zahl.